Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Na, das klingt doch gut. Ich habe aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Ich liebe dich, Alex. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich suche sie. Entspann dich. Okay, und an dieser Stelle herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Man of Medan. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir machen jetzt mal weiter hier und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Story. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Mann, Herrgott, Conrad! Tut mir echt leid, euren magischen Moment zu stören. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Okay, dann gehen wir da mal hin. Wir schauen erstmal hier uns das andere Zeug mit ihr uns an. So, was haben wir denn hier? Gut. Zack. Ah, hier sind Fotos. Ja, okay. Wir schauen uns mal alle ein. Was haben wir denn hier? Seenotrettung. Coonwin Island, oder wie man das ausspricht. Ja, sind auf jeden Fall schöne Bilder. Auch wenn es ein bisschen verrückt ist, so dort runter zu machen in so einem Frack. Weil da hätte ja auch echt was passieren können. Morgen wieder darunter? Ah, hier ist der Ausweis. Den hatten wir uns ja schon mal angesehen in der vergangenen Folge. Keine Angst. Ich komm mit und pass auf. Ich such dann jetzt mal Julia. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Ah, da ist er. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier.
wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Okay, wie antworten wir mal? Ja, ich würde sagen, Hast recht. Ja. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll. Isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Schwachen gehängt. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, ach, das ist eklig. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein, nein,
Nein, nein, nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Heier geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Ja, und ich schätze mal, am nächsten Tag geht es dann weiter mit dem Tauchen. Du Schreck. Weg mit dem. Oh, oh. Mach nichts Unüberlegtes, Dude. Hey, das ist doch der Mann, den wir das letzte Mal gesehen haben, der auf diesem kleinen Boot war. So. Schon. Da. Ich würde sagen, wir tun sie auch noch einknebeln. So, komm schon. Aber hier fehlen doch noch zwei. Nein, eine Person fehlt hier noch. Wo ist unser Bruder? Julia, alles okay? Ich glaube schon. Mist, wo nehmen Sie sie hin? Bin fast frei. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Keine Sorge. Wenn sie uns umbringen wollten, hätten sie es schon getan. Ich mache mir nicht nur Sorgen, getötet zu werden. Erkunden oder losmachen? Ich würde sagen, losmachen eher. Wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Klappt nicht. Oh. Los doch. Irgendwie habe ich so ein ungutes Gefühl. Da schon wieder. Konrad! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört.
Was wollt ihr, Wichser, denn? Oh, ein Messer. Nein. Langsam. Ruhig. Bitte. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. Okay. Oh oh, ich hoffe, die entdecken das jetzt nicht. Wie sie rein wollen. Sie kommen zurück. Okay, erstmal wieder nochmal hinsetzen, würde ich sagen. Gut. Nicht, dass es auffällt. Ja, aber die haben irgendwie immer noch nicht unseren Bruder geschnappt. Ja, eben habe ich den auch nicht dort oben gesehen. Lass sie los! Ihr Bastard! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schon gut. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft's einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Oh, ich habe da echt kein gutes Gefühl dabei, bei jetzt zu dem Boot zu gehen. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du,
Konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. Okay, aber lass es uns probieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hey, was denkst du dir? Was zum Teufel, Jungs? Conrad, geh auf das Boot. Oh, beeil dich. Na klasse. Das müssen wir hinkriegen, ruhig. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt? Fallen lassen, Alter. Conrad. Ruhig. Fliss. Ich schaff das. Ich regel das. Oh nein. Was tust du, du Idiot? Vorsicht! Mach's nicht schlimmer! Denk nach, was du tust, Bursche. Boot! Geh einfach zum Boot! Das Kind will mich umbringen, Olson. Nein. Nimm sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Mist. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Mist, wo ist unser Bruder? Da könnte er uns doch eigentlich auch helfen. Olson! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei Gold? Wir müssen irgendwie ja freikommen. Hey, Conrad. Du hast es versucht. Okay. Jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich habe echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Hey, lass ihn in Ruhe. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert.
Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Ja, verstanden. Ist ja gut. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Ja, okay. Alles okay hier. Ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Nein! Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Gut, zum Glück ist hier nichts passiert. Jetzt! Danke, schätze ich! Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ich weiß nicht, wo er ist. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt! Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus! Los! Ich frag mich, wo er ist. Da ist er ja. Hm, komisches Team, aber wenn wir ihn vorhin nicht entdeckt haben schon. Weil die haben ja unten eigentlich alles abgesucht. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Sie machen das allein, unabhängig, vorbildlich, womöglich dumm. Wir werden schon noch sehen. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.
Okay, Leute, an der Stelle jetzt machen wir hier erstmal Schluss. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Das war's an der Stelle. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie ihr die Folge fandet und was ihr denkt, wie es so weitergehen wird vielleicht. Das war's, haut rein und tschüssi.